Und man trifft ja immer wieder auf Menschen, die leidenschaftlich sich gegen Antisemitismus aussprechen und mit der gleichen Leidenschaft der Auffassung sind, man könnte antizionistisch sein. Und das ist nicht gerade unsere Auffassung, sondern wir meinen, dass der Antisemitismus sich notwendigerweise und immer als ein Antizionismus darstellen muss und wird. In dem Zusammenhang, aber das will ich vielleicht am Ende nochmal ausführen, ist natürlich relevant zu untersuchen, welche Rolle die sogenannten Postzionisten spielen, also eine gewisse Fraktion von israelischen und jüdischen Nationalismuskritikern. Einige Namen sind bestimmt bekannt, Moshe Zuckermann, Moshe Zimmermann, Felicia Lange, Uri Avneri, Tom Segev und noch einige andere, die sicherlich in sich selber sehr unterschiedlich sind und verschiedenste Argumentationen haben. Sicherlich ist die Felicia Lange eher eine klassische linke Antizionistin. Sie war ja auch mal im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Israels, ehe sie zur Menschenrechtspropagandistin wurde, während andere wie Tom Segev natürlich eher ins postmoderne Lager hineinfallen. Aber die Frage wäre eben zu untersuchen, warum diese Autoren in Deutschland so ein überaus großes Interesse finden. Und nicht nur diese schulnatten Autoren, sondern auch Menschen wie Noam Chomsky oder Norman Finkelstein, die in dieselbe Richtung etwa fallen. Woher kommt es eigentlich, dass die innerjüdische Nationalismuskritik in Deutschland so überaus positiv aufgenommen wird, als eine antizionistische Strategie, die Existenz Israels generell zu bestreiten? Und woher kommt eigentlich das gute Gewissen dieser Autoren, auch Linke darunter, hier in Deutschland jeden beliebigen Rechtsradikalismus zu bedienen? Etwa wenn der Norman Finkelstein vor einem Jahr, da erschien sein neuestes Buch, Der Konflikt zwischen Israels und Palästinensern, wenn etwa Norman Finkelstein der FAZ sagt, wenn die Israelis nicht als Nazis angeklagt werden wollen, dann müssen sie eben aufhören, wie Nazis zu handeln. Das würde man bei dem Münsteraner Fallschirmspringer sofort natürlich durchschauen, was das ist. Ne? Hier bei dem Norman Finkelstein scheint das schwerer zu fallen, weil natürlich die Quelle dieser Argumentation eine ganz andere ist. Oder wenn man sieht, wie ein gewisser Schrager Elam, ein bekannter antizionistischer Aktivist jüdischer Herkunft, der in Zürich lebt, der auch oft dem Möllemann einen guten Leumund bescheinigt im letzten Jahr, wenn er eine Enge war, wenn dieser Schrager Elam solche Stoffaufkleber vertreibt, die also dem klassischen deutschen Judenstern nachgebildet sind. Und darunter steht dann eben Warschauer Ghetto, heute in Palästina. Und so gibt es eben eine ganze Reihe Dinge. Also wenn der Uri Avneri etwa alle Vierteljahre der Zeitschrift Junge Freiheit ein Interview gibt, dann juckt das auch niemand. Der hat irgendwie für seine Dummheiten eine Art Jagdschein. Und schließlich und endlich gibt es dann einen gewissen Israel Shahak, einen ehemaligen Professor für Biochemie in Jerusalem, der eine eindrucksvolle Biografie hat als Überlebender und heute als Vorsitzender der Liga für Menschenrechte arbeitet. Dieser Israel Shahak sagt in einem Interview, diesmal der Frankfurter Rundschau, der Zionismus hätte auch dann kritisiert werden müssen, wenn ein jüdischer Staat auf einer verlassenen Insel gegründet worden wäre, ohne jemanden zu verletzen. Also der Zionismus ist schon an sich falsch, als Idee falsch, wird gesagt. Und das, was dann nachher realgeschichtlich hinzukommt, das ist eben eine reine Zutat, ein reines Akzidenz, nichts, was das essentielle Urteil über den Zionismus wird beeinflussen können. Und so weiter und so weiter. Und ich möchte eben im Folgenden einige Argumentationen dafür bereitstellen, sich von derlei Argumenten auch dann nicht beeindrucken zu lassen, wenn sie aus Israel kommen oder wenn deutsche Linke glauben, wie etwa neulich die Konkretredaktion, wenn deutsche Linke glauben, damit einen kleinen politischen Gemischtwarenladen aufzumachen. Die Konkretredaktion hat ja vor kurzem Moshe Zuckermann umfänglich interviewt, ein ganzes Buch ist daraus geworden und dieses Buch heißt Zweierlei Israel. Wie überhaupt Moshe Zuckermann nur denken kann, in
also in der Kehrseite der Medaille. Für ihn hat man alles zwei Seiten. Ne? Man sieht schon, dass es sich nicht um einen großen Dialektiker handeln kann, wenn die Dinge immer in zwei Seiten auseinanderfallen. Er hatte vor einigen Jahren ein anderes Buch geschrieben über die sogenannte Holocaust-Rezeption in Deutschland und Israel. Als sei der Holocaust etwas, was man rezipieren könne, wie meinetwegen eine Theorie, ein Gedicht oder ähnliches. Und diesem Buch über die Rezeption gab er auch den Titel Zweierlei Holocaust. Und man sieht schon, dass diese Leute, auch da, wo sie links sind, doch einen gewissen Grad von Dialektik nicht erreichten. Vor allem, wie zu zeigen sein wird, und ich gerne zeigen möchte, in Fragen der Staatstheorie. Jetzt ist ja, herrscht ja über das, was man unter Antisemitismus vernünftigerweise zu verstehen hat, spätestens seit den Arbeiten von Moshe Postone unter den Linken ein Konsens, den ich auch hier nur abstrakt beschwören möchte und nicht noch weiter ausbreiten möchte. Und ein Konsens herrscht auch darüber, dass man der traditionellen Antisemitismus-Theorie der Sozialdemokratie oder der Kommentaren entsagt. Ein Konsens herrscht weiter darüber, dass Antisemitismus so viele Facetten hat, dass man ihn nie wird erforschen können. Und so erscheinen dann Jahr für Jahr Bücher wie das von Thomas Hauri oder von Klaus Holz im Remsmar Verlag, die sich auf 500 Seiten der Frage widmen, wie man dem Antisemitismus noch einen neuen Aspekt abgewinnen kann. Ich will vielleicht nachher noch etwas sagen zur Erinnerung an das, was Postone dargelegt hat, aber nur insoweit, als es eben meinem spezifischen Zweck zu zeigen, dass der Antisemitismus nur insoweit er ein ökonomisches Phänomen ist, von der postonischen Kritik tatsächlich erfasst wird, dass er aber insoweit er und auch wesentlich ein politisches Phänomen ist, davon unmöglich erfasst werden kann, dass vielmehr die diesem zugrunde liegen, ich nenne das einmal ökonomische oder gar ökonomistische Reduktion des Wertbegriffes von Marx, eben dazu führt, die Frage der Staatlichkeit generell auszuklammern. Eine weitere Frage, die ich auch ganz sogar ausklammere, und das ist bestimmt mit leider die bedeutendste, ist ja die, dass ja jedem klar ist, dass Antisemitismus und der Antizionismus keineswegs einfach nur ein System von theoretischen Dogmen ist, die man einzeln widerlegen könnte. Das ist oft genug geschehen und hat mehr oder weniger kein Ergebnis gehabt, sondern es hat vor allen Dingen auch auf einer mächtigen Triebgrundlage aufruht, dass er auch ein sexualpathologisches Phänomen ist und dass es keinen Antisemiten gibt, der nicht zugleich Antizionist wäre, der nicht zugleich den Juden und die Juden als einen sexuellen pathologischen Abschaum denunzieren würde. Das hat man gesehen, nicht nur bei den Klassikern, bei Gobineau oder bei Adolf Hitler. Ansonsten sieht man eben auch, wie bei einem gewissen Henry Ford, der in diesen Tagen viel gefeiert wird, als Urheber der Fließbandproduktion des Autos. Dieser Henry Ford war, dazu nachher noch mehr, ja auch ein Antisemit von Graden, der eben sich in dem Sexualpathologischen, das man in die Juden hineingeheimnisste, schier badete. Ich lese mal kurz aus einem dicken Buch von ihm vor, das 1921, da schreibt er, das Fade, Schleimige, die Mache, die ausschweifende Sinnlichkeit, es ist dies jüdischen Ursprungs, Affengeplapper, Dschungelgegrunze und Gequietsche. Töne tierischer Brunst werden mit ein paar aufgeregten Noten umkleidet und dringen so in Häuser, aus denen sie früher wohl voll Abscheu herausgewiesen werden. Es geht um Sinnlosigkeit und Schlüpfrigkeit bei den Juden. Wenn man also dieses Schleimige, die Mache, die ausschweifende Sinnlichkeit sich fragt, wie man das in der Gegenwart sich illustrieren kann, dann braucht man nur an den Stern zu gucken vom letzten Donnerstag, der ein Schwerpunktthema hatte, Michel Friedmann, dann wird man sehen, dass dieses Stereotyp keineswegs seine Wirkkraft verloren hat und aus eben der Sexualpathologie entsteht, in der das Individuum hineingezwungen wird, wenn man es dahin prügelt, ein bürgerliches Subjekt zu werden und vertragsfähig zu werden. Also auch das kann ich jetzt nicht im Einzelnen behandeln, ich will es nur als das Wesentliche ansprechen, das Wesentliche am Wesentlichen ist ja, wie immer, ausgeklammert zu werden. Jedenfalls ist es so, dass darin wahrscheinlich der Grund liegt, warum diese Menschen, diese Antizionisten, gerade die linken Antizionisten,
unansprechbar sind, dass sie bis oben hin voller Rationalisierungen stecken, mit denen sie ihr Vorurteil versuchen, in ein System zu pressen, sich vernünftig zu machen, sich selbst als ein Gebot der Vernunft zu erweisen. Wenn man sich das politische Moment, auf das ich im Folgenden kommen möchte, am Antisemitismus etwas deutlicher machen möchte, dann muss man vielleicht einmal einen Blick werfen in die politische Metaphorik und die Ikonografie, mit denen die Judenhasser ihren Vernichtungswillen illustrieren und bebildern. Und mir ist da bei der Suche nach einem möglichst emblematischen Bild eins in die Hände gefallen. Dieses Bild, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es nicht groß genug, aber dieses Bild hier zeigt zwei Geier und in der Mitte einen Uhu, die auf einem Hochhaus sitzen. Auf dem Hochhaus steht große Bank. Und diese Tiere, diese beiden Geier und der Uhu, die betrachten von da oben nun die Welt und gucken sich um nach irgendwelchen ausbeutbaren, greifbaren Gegenständen. Das Bild ist das Titelblatt einer nazifaschistischen Zeitschrift aus Italien von 1943 mit dem schönen nietzscheanischen Titel Il Travaso delle Idee, die Umwertung aller Werte. Und die kleine Zeile hier unten lautet, und wenn Millionen in ihrem Blut verrecken, was geht's uns an, solange wir profitieren? Das ist ja irgendwie schon wie eine Art faschistische Programmierung von 43 auf den 11. September 2001, ne, das Hochhaus, offenkundig New York, ne, diese Verbindung zwischen Amerikanismus, Plutokratie, Demokratie, all das jetzt symbolisiert. Und diese Viecher tragen auf ihrer Brust jeweils verschiedene Embleme. Der rechte Geier trägt da ein amerikanisches Sternenbanner. Der linke Geier trägt ein goldenes Dollarzeichen. Das Ganze ist im Original farbig, ne? Das ist jetzt hier nur eine schlechte Kopie. Und in der Mitte, der Uhu, trägt auf seiner Brust den Davidstern. Ich kann es mal rumgehen lassen. Da hat man sozusagen diese Verbindung, die einen in den letzten ein, zwei Jahren stark beunruhigen musste, also dass der Anti-Amerikanismus eine neue Erscheinungsform ist, des Antisemitismus in diesem Ding da förmlich bebildert. Aber interessant ist eben, was in der Mitte steht. In der Mitte steht eben das einzige Tier von den dreien. Geier sind ja bekanntlich dumm, aber gefräßig oder gefräßig, aber dumm. Die sind ja nicht eigene Schuld daran, dass sie so viel Unheil anrichten. Also der Dollar ist nicht eigentlich schuld. Das Geld ist nicht eigentlich schuld. Der Staat, symbolisiert durch Amerika, ist nicht eigentlich schuld. Schuld ist dieses perfide kleine Tier in der Mitte, eben der Uhu. Und dieser Uhu ist ja klassisch seit der Eule der Minerva ein Tier der Weisheit, ein Tier der Philosophie, das Tier des Denkens. Und dieses Tier des Denkens trägt eben den Davidstern auf der Brust und ist damit gekennzeichnet als der Weise von Zion. Und diese Sache mit den Weisen von Zion ist ein ganz alter, bis heute anreichender Topos, der meines Erachtens hinter dem Zionshass und dem Antizionismus direkt zu vermuten ist, was im Folgenden ein bisschen konkretisiert werden soll. Interessant ist ja, jetzt mal rein historisch betrachtet, dass in demselben Augenblick, in dem 1897 auf dem Basler Zionistenkongress die jüdische Nationalbewegung zum ersten Mal ihr Programm öffentlich aufstellt und von jedermann als dieses öffentliche Programm auch in Zukunft begutachtet werden kann, gleichzeitig die Antizionisten und die Antisemiten hineingeheimnissen die Existenz der Protokolle der Weisen von Zion als das Geheimprotokoll eben dieser öffentlichen Verhandlungen. Also kaum wird das Ziel einer jüdischen Staatlichkeit öffentlich erklärt, in demselben Augenblick wird schon in dieses erklärte Programm etwas hineinprojiziert, wird ein Dokument geschaffen, eben das Protokoll der Weisen von Zion, das im folgenden Jahrhundert immer diente als eine Art Echtheitsbeweis dessen, dass dieses Ziel, einen Staat aufzumachen, einen richtig guten Staat aufzumachen, dann, wenn Juden das erklären, offenkundig nur geheuchelt sein kann. Denn die Juden gelten nicht nur
dass wir das Thema von Moshe Postone als ein raffendes Volk, das nicht schaffen kann. Sie gelten auch als ein Volk, das zum organischen Staatsaufbau, so wie wir Deutschen es können, gar nicht fähig ist, sondern nur, wie Hitler sagte, als 1922 die Balfour Declaration kommentierte, die nur eine internationale Zentrale ihrer Weltbegaunerei erreichen wollen. Es gab also von Anfang an eine Projektion in diese Staatlichkeitsbemühung hinein, die der in das ökonomische Thema, aber auch das sexuelle Thema, gesunder deutscher Fortpflanzungssex versus pathologischer Sex zum reinen Vergnügen ohne jede Fortpflanzung, das sind immer die Dualismen, die da aufgemacht werden und in denen sich Deutsche endlos wälzen können. Und Thema Staatlichkeit wurde von Anfang an mit diesen Protokollen der Weisen von Zion argumentiert. Und ich möchte nun einerseits diese Protokolle in einer eher systematischen Richtung darstellen und kritisieren und andererseits in einer eher historischen Richtung kurz charakterisieren. Es gibt ja über die Protokolle der Weisen von Zion und ihre Entstehungsgeschichte eine unendliche Literatur. Zum ersten Mal wurde 1921 von einem englischen Journalisten nachgewiesen, dass es sich um nichts anderes als um eine Fälschung handelte. Allerdings um eine Fälschung, die eine konkrete und präzise Vorlage gehabt hat, nämlich eine radikaldemokratische, antiautoritäre Arbeit eines französischen Journalisten aus dem Jahre 1862. Sein Name war Maurice Joly. Er lebte damals in Frankreich, weil in Frankreich die Diktatur herrschte, Napoleon Bonaparte, lebte er in Belgien im Exil und verfasste eine anti-bonapartistische Kampfschrift. Mit dem Titel Gespräche in der Hölle, Machiavelli und Montesquieu unterhalten sich. Dieses Buch, was also überhaupt nicht den geringsten antisemitischen Anklang hat, sondern eine reine Kritik ist, dieser Diktatur und der Machenschaften, derer sie sich bedient. Dieses Buch nun wurde durch einen Zufall der Geschichte zur Vorlage der Protokolle der Weisen von Zion, weil ein russischer Geheimagent, ein Agent der zaristischen Ochrana, der beauftragt wurde, so etwas zu schaffen, in den Archiven in Paris, also um 1890, 92, diese Schrift auffand. Und sie schien ihm geeignet dafür, Stoff zu sein, das er mit seinem antisemitischen Pamphlet quasi überschreiben konnte. Und nun muss man sich gleich die beiden Figuren, die da in diesem Gespräch bei Maurice Joly eine wichtige Rolle spielen, kurz vergegenwärtigen. Der eine ist Montesquieu. Charles Seurat de Montesquieu, dessen Buch Der Geist der Gesetze von 1762, mit zur grundlegenden Tradition der europäischen Rechtsstaatlichkeit gehört. Das ist der Erfinder der Gewaltenteilung, der Erfinder der unabhängigen Justiz, der Erfinder einer unabhängigen Äußerung des Volkswillens in einem System der politischen Dreiteilung der Gewalt. Und dieses Buch gilt gemeinhin als der Ursprung des europäischen Rechtsstaatsdenken. Und der andere, Montesquieu, gilt als das gerade Gegenteil. Machiavelli gilt als der Erfinder des geraden Gegenteils. Der Machiavellismus ist ja schon so sprichwörtlich geworden, bis auf den heutigen Tag, dass der Zweck alle Mittel heilige und dass also der Machiavelli schier ein Fürst der Finsternis ist, aber wird stark beneidet, weil er eben weiß, welche Schlichts und Tricks man eben einschlagen muss, um zu was zu kommen. Und deswegen gibt es bis heute eine massige Literatur, kann man in jeder Bahnhofsbuchhandlung erstehen, Machiavelli für Frauen zum Beispiel, ist ein gängiger Titel, ne? Oder der kleine Machiavelli, wie komme ich als Manager nach oben? Also überall da, wo Ellenbogen gebraucht werden, kommt sofort Machiavelli eigentlich als Assoziation. Er gilt als der Meister aller dunklen Tricks und Schliche. Jetzt haben wir also hier den Montesquieu, diese Lichtgestalt des europäischen Rechts, und den Machiavelli, diesen Fürsten der Finsternis, ne, der in die Abgründe der Politik einführt. Und was macht nun dieser unbekannte zaristische Geheimdienstagent? Er reduziert den Teil, wo es ums Recht geht, ziemlich
und schreibt überall da, wo es um Macht, Machterwerb und Machterhalt geht, schreibt er eben das der Absicht der Juden zu. Da, wo Machiavelli vom Fürsten spricht, also von einem, und zwar konkret von dem Medici-Fürsten in Florenz um 1500, dort wird immer eingefügt der Jude. Also an sich eine ganz einfache Schülerarbeit, man überschreibt einfach etwas. Und in dieser Gestalt sind nun diese Protokolle der Weisen von Zion ein Bombenerfolg geworden. Ein solch großer Bombenerfolg ist es bis heute. Übersetzungen gibt sogar auf Japanisch mit Millionen Auflage, dass gerade der arabische Antisemitismus diese Broschüre sehr, sehr gern zur Kenntnis nimmt. Es gibt allein auf Arabisch 35 verschiedene Ausgaben. Man kann es im Internet über Radio Islam herunterziehen. Das gilt nun als der Text, in dem die eigentlichen Absichten dieses Basler Zionistenkongresses und damit auch von Theodor Herzl enthüllt werden. Nach der historischen Seite gesehen, ist diese Ideologie genauso zählebig, wie die Versuche ihrer Widerlegung Legion sind. Und ich werde mich nun im Weiteren vielleicht nur noch mit dem Hinweis aus der Verantwortung stehlen, dass ich auf dieses wunderbare Buch von der Hadassah Ben Itto hinweise, Geschichte einer Fälschung, Anatomie der Protokoll der Weisen von Zion. Die hatte zumindest mal eine neue Quelle herangezogen. Sie hatte nämlich davon Kenntnis bekommen, dass die ehemalige Generalstaatsanwältin Israels davon Kenntnis bekommen, dass 1934 in Genf ein Prozess gegen die Verbreitung der Protokolle angestrengt wurde, wegen Volksverhetzung, und zwar von der jüdischen Gemeinde der Schweiz. Ein Prozess, den die Nazis der Schweiz, also die NSDAP, NSDAP-AO, das heißt jetzt nicht Aufbau, sondern Auslandsorganisation, dass der Prozess eben so arg verloren ging, dass sogar eigens aus Deutschland angereiste Nazi-Experten Hals über Kopf die Schweiz verlassen mussten, aus Angst auch noch wegen Verleumdung drangekriegt zu werden. Und in diesem Prozess wurde diese Geschichte der Protokolle der Weisen von Zion minutiös rekonstruiert, weil eben auch in der Schweiz sehr viele Exilrussen, Flüchtlinge vor den Bolschewiki, lebten und eben zu diesem Punkt aussagten. Da kann man in einer quasi romanhaften Erzählung das im Einzelnen nachlesen, auch rekonstruieren, warum das alles eine große Lüge ist. Aber die Frage ist ja die, warum wird die Lüge erstens geglaubt und zweitens, warum glauben die Linken sie damit und drittens, woher kommt es, ne, dass diese Lüge immer 1000 Kanäle und 1000 Wege findet, um sie zu verbreiten. Hast du vielleicht ein paar Stichworte, was zu diesem Buch sagen? Ich kann mir vorstellen, dass da nichts Angenehmes drinsteht, aber nur so ein Partnersbuch. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Also diese Hadassah Ben Itto hat eben... In den Weisen von Zion, was da drinsteht. Ach so, ich will daraus nachher noch ein bisschen zitieren. Ich habe ja eben versucht zu zeigen, ne, die Quelle, auf die das Buch verweist, ist Heißgespräche in der Unterwelt von Montesquieu und Machiavelli. Montesquieu, die Rechtsgestalt, Machiavelli, der Fürst der Finsternis. Das ist erstmal das grundlegende Schema. Und der Fürst der Finsternis, der historisch halt der Medici-Herzog ist, wird nun projiziert auf die Bestrebungen des Weltjudentums. Dann wird gesagt, ja, hier beraten sich zwei Dutzend Rabbis und die überlegen halt, wie können wir die Weltherrschaft erringen. Und dann werden all die Tricks, die Machiavelli eigentlich den Fürsten gibt, für seine konkrete Fürstenherrschaft in Italien um 1500, werden den Juden als Machttechniken zugeschrieben. Es wird noch viel dazu erfunden. Zum Beispiel, die Juden hätten seien verantwortlich, dass es in Paris überhaupt eine U-Bahn gibt, weil eine U-Bahn ist ein gutes Mittel, auf einen Schlag eine Millionenstadt zu vergiften. Ja, das sind ja Fantasien, wie sie dann vor einigen Jahren, also in Japan, bei dieser Aum-Sekte auch praktisch geworden sind. Also das ganze Ding ist monströs. Also jedem, der halbwegs verständig denken kann, dem fallen natürlich jede Menge Widersprüche auf. Und die Widerlegung dieser Widersprüche ist auch längst in einer Fülle von Arbeiten geleistet worden. Nur die Frage ist ja gerade, warum das eben einen solchen Anklang stößt, wie also es vermittelt ist mit der Basisideologie und der Altersreligion einer bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft.
und den ersten Hinweis, den ich gegeben habe, aber ich werde noch ausführen nachher, ist eben der, ne, dass dieses Thema von Recht versus Macht in irgendeiner Weise zusammenhängt mit dem Thema, das der Moshe Postol in seiner Antisemitismuskritik als den Gegensatz zwischen raffenden und schaffenden Kapital entwickelt hat. Oder anders gesagt, jeder, der den einheitlichen Prozess der Akkumulation des Kapitals und der Selbstverwertung des Wertes in diese beiden Elemente aufspaltet, der diese Spaltung vornimmt an der Ökonomie, der muss auch in der Politik die Spaltung vornehmen zwischen einem gesunden, organischen Rechtsstaat und einem reinen Willkür und einem rein amoralischen Staat. Die eine Spaltung zieht die andere nach sich und sie implizieren sich wechselseitig. Interessant ist, darauf komme ich auch noch nachher, dass in dem Text der, Protokolle das politische Thema mindestens gleichgewichtig ist mit dem ökonomischen Thema. Und das führt auch auf eine Sache zurück, die vielleicht auch lieber schon vorweg sagen kann, auf eine Sache zurück, ne, dass man, wenn man in Deutschland von Antizionismus spricht, man eigentlich immer den Fehler macht, das wesentlich den Linken zuzuordnen und zu sagen, das ist wesentlich eine Erbschaft etwa des Marxismus-Leninismus und ein Import über die alten K-Gruppen und so weiter und so weiter, sondern wesentlich ist der Antizionismus in Deutschland eine Erfindung unmittelbar der Nazis. Die Nazis waren als Antisemiten Antizionisten. Und Adolf Hitler hat in seiner ersten umfangreich protokollierten und stenografierten Rede, die er 1920 im August im Hofbräuhaus in München gehalten hat, Titel der Rede, warum sind wir Antisemiten? Das ist diese berühmte Rede, wo er auch den Satz nochmal wiederholt, dass wir Deutschen und wir Nazis keine Gefühlsantisemiten sind, sondern wissenschaftliche Antisemiten der Vernunft. In dieser Rede widmet er etwa halbe sich dem ökonomischen Thema, die Juden als Parasiten der Volkswirtschaft, und zur anderen Hälfte dem politischen Thema, die Juden als Zerstörer des organischen Volksstaates. Diese beiden Themata sind vollkommen gleichwertig und müssen logischerweise auch gleichwertig sein. Und dass die Juden Zerstörer sind des organischen Volksstaates, das wird, sagt er nun, nirgendwo deutlich als bei ihrem eigenen Staatlichkeitsversuch, den sie in Palästina unternehmen seit der Balfour Declaration. Die Juden sind zur Staatlichkeit gar nicht fähig, gar nicht berufen. Und wenn sie nun versuchen, einen Staat zu gründen, verfolgen sie eigentlich wesentlich andere Zwecke. Und darum sind wir im Bündnis mit den Arabern, sind wir eben Antizionisten und lassen das eben nicht zu. Das ist der historische Antizionismus in Deutschland, wie er in dieser Hitlerrede von 1920 emblematisch zusammengefasst ist. Und dieser Antizionismus ist nicht nur eine neben dem Antisemitismus bestehende Begleiterscheinung, das ist durchaus substanziell. Das ist nämlich genauso substanziell, wie Deutschland versucht, einen Griff nach der Weltmacht zu machen und damit sich notwendig mit dem British Empire konfrontieren muss, die, wie immer indirekt, aber so doch in der Balfour Declaration als Schutzherr dieses Staatsgründungsversuchs aufgetreten sind. Darum ist es so, ne, dass führende Nazi-Größen, wie der unselig bekannte Alfred Rosenberg, das ist der Urheber dieses Werkes, der Mythos des 20. Jahrhunderts, dass der eben auch laufend im völkischen Beobachter der 20er und 30er Jahre die Staatswertung Israels kommentiert hat. Es vergeht kaum eine Woche, wo er nicht einen Kommentar schreibt. Und diese Kommentare sind auch im Zentralverlag der NSDAP zusammengefasst in großen Auflagen erschienen. Natürlich hat auch Rosenberg sich dem Protokoll der Weisen von Zion gewidmet. 1923 schreibt er ein Buch, die Protokolle der Weisen von Zion und die jüdische Weltpolitik. Also ausgehend von Israel oder von Jüdisch-Palästina soll eben die, was sie dann Weltbegaunerei nennen, ausgeübt werden. Und so geht das eigentlich immer weiter, bis 1938 Alfred Rosenberg eine Broschüre schreibt, im Titel Der staatsfeindliche Zionismus. Also man fasst sich an den Kopf, das Wort staatsfeindlicher Zionismus, wie kann man eine Staatsgründungsbewegung wie den Zionismus als staatsfeindlich bezeichnen? Aber in der Nazi-Ideologie, die unmittelbar auf den Ideologien der Kapitalverwaltung aufruht, ist das allerdings eine völlig einsichtige
Angelegenheit und das ist eine Sache, die eine Politik begründet, die dann, aber das will ich nicht ausführen, das hat Matthias Künzel in seinem Buch Dschihad und Judenhass zu Genüge getan, dass dann eben zu dem historischen Bündnis kommt der palästinensischen Nationalbewegung mit dem Nazifaschismus gegen Israel und gegen das britische Imperium. Das ist ja sozusagen die außenpolitische Bedeutung dieses Antizionismus, der nicht einfach nur eine Kritik ist am jüdischen Staat oder so etwas, sondern der ja eine Kriegserklärung ist. Und diese Kriegserklärung war ja die Kriegserklärung, die der Feldherr Rommel bis vor die Tore von El Alamein getragen hat. Und da war die Vernichtung des Jeschuf in unmittelbarer Reichweite und zugleich aber auch die Eroberung des Suezkanals und damit der Weg nach Indien und damit der Weg zu ähnlichen Gestalten wie dem berühmten Mufti von Jerusalem, die in Palästina schon warteten auf die Hitlerarmeen. Eine Sache, die bis heute eigentlich nicht richtig dargestellt ist oder aufgearbeitet ist, dass eben auch in Indien es Gestalten gegeben hat wie diesen Mufti von Jerusalem, unter anderem den Führer einer kommunistischen Partei, Subhashchandranath Bose, der sich dann nachher im Exil mit dem Mufti von Jerusalem in Berlin trifft und von dort aus flammende Aufrufe erlässt, unter anderem an das tschetschenische Volk zur Befreiung des Kaukasus. Also das ist ja nun, all das ist ja alles schon geschehen und all das bereitet sich auf ein neues auch vor, weil die Bündnispolitiken ja immer in diese eingespielten Gleise automatisch zurückfinden. Aber jetzt mal dieses Realgeschichtliche vielleicht für einen Augenblick beiseite. Die These, die ich erstmal noch in Erinnerung rufen möchte, ist das, kein Antisemitismus ohne Antizionismus, weil eine falsche Kapitalkritik notwendigerweise eine falsche Staatskritik im Gefolge haben muss. Und zweitens, das Hauptinstrument dieser Propaganda waren eben die Protokolle der Weisen von Zion. Und hier möchte ich einen kleinen Exkurs machen zu einem ganz traurigen Kapitel linker Theoriegeschichte. Ich hatte ja vorhin ganz kurz den Henry Ford erwähnt. Henry Ford, diesen Automogul, der das Zeitalter des Massenkonsums, der Massenarbeit eingeleitet hat mit seinem Tin Lizzy und seiner Fließbandproduktion. Und dieser Henry Ford ist, was in diesen Tagen, wo überall Jubelartikel über ihn erscheinen, ich habe 4 gelesen, in der Zeit war eine letzte Woche, es wird nirgends erwähnt, dass dieser Henry Ford ein Judenhasser von hohen Graden gewesen ist. Also Henry Ford etwa hat 1920, war er der erste Verantwortliche dafür, dass die Protokolle der Weisen von Zion, die es damals nur auf Russisch gab, ins Englisch-Amerikanische übersetzt worden sind. Erste Auflage 300.000 Exemplare. Und dieser Henry Ford hat zugleich in seiner eigenen Wochenzeitung Woche für Woche bestimmte Abschnitte aus dem Protokoll immer kommentiert. Das Buch heißt The International Jew, der internationale Jude. Ich habe hier eine Kopie der 33. Auflage, 118.000, Leipzig 1937. Also das wurde auf Deutsch vielfältig gedruckt und nachgedruckt. Hitler referiert sich in Mein Kampf verschiedentlich auf Henry Ford. Und der Grund, warum ich das erwähne, ist ja das, dass Henry Ford unfreiwilligerweise Urheber einer sehr berühmten linken Theorie geworden ist, nämlich der Theorie des sogenannten Fordismus. In den letzten 20 Jahren gab es in der linken Theoriedebatte, ausgehend von Leuten wie Joachim Hirsch in Frankfurt oder von Elmar Altvater in Berlin, eigentlich kaum einen Versuch, die Gegenwart zu begreifen, der nicht mit den Begriffen Fordismus, Taylorismus, Massenproduktion, Massenkonsum gearbeitet hätte. Und das ist natürlich eine, und in all diesen Rekonstruktionen, in all diesen Berufungen auf Ford, Henry Ford, spielt immer eine große Rolle Antonio Gramsci, der Mitbegründer der italienischen Kommunistischen Partei, der erste gewesen, 1922, der den Fordismus als ein modernes Phänomen der Sozialgeschichte gewürdigt hat. In seinem Aufsatz Amerikanismus und Fordismus. Und was sagt er da? Nur ganz kurz, um den Bogen zurückzufinden. Er sagt, dass auf der Basis der modernen Massenproduktion das Kapital auf die Reproduktion, auf die individuelle Reproduktion des Arbeiters übergreift.
Das heißt, wie sich einer seine Arbeitskraft erhält und sie reguliert und sie neu schafft, ist nicht mehr seine Privatangelegenheit, sondern gerät notwendigerweise in die Regie des Kapitalisten. Und dieses Übergreifen des Kapitals in die Privatsphäre, der Portage und der Produktion, das, sagt Gramsci, kann man nun in Detroit ganz genau sehen. Es gibt Werksiedlungen. In die Werksiedlung dürfen nur ganz treue und beflissene Arbeiter einziehen. In diesen Werksiedlungen herrschte die Prohibition, das Alkoholverbot, schon vor 1924. Und in diesen Werkswohnungen herrscht ein striktes Sexualregiment, das so ausgearbeitet ist, dass das Ford eigene Fabrikinspektoren hat, die das Recht haben, jederzeit die proletarische Unterkunft zu betreten und zu kontrollieren, ob da alles mit rechten Dingen zu sich geht. Also eine Totalkontrolle. Und das bei Löhnen, die historisch so hoch waren, dass sie wie sie nie zuvor von Kapitalisten bezahlt worden sind. One man, one dollar, one day. Das war so die Devise. Und man kann nun sagen, dass ja in dieser Perspektive, das bei Ford ganz deutlich, muss der Gegensatz von Kapital und Arbeit aufgehoben werden im Interesse der gemeinsamen Produktionsschlacht. Die gemeinsame Produktionsschlacht heißt eben, wir produzieren noch mehr Ford-Tinlisis, damit jeder das demokratische Recht darauf einzukaufen auch in Anspruch nehmen kann. Und in dieser Produktionsschlacht, da sind Kapital und Arbeit nur paritätische Funktionäre des Produktionsprozesses. Sozusagen eine Aufhebung des Klassenantagonismus in der Perspektive dieser Massenproduktion. Jetzt versteht sich das bei Henry Ford natürlich als ein schaffender Kapitalist, eine ungeheure Wut herrscht gegen die Zirkulationssphäre und gegen den Zins. Denn er sieht ja als Fabrikherr, wie die Banken überall versuchen, sozusagen über ihre Funktion überzuschnappen und ihm einen Teil seines Profites abzuschneiden und wegzunehmen. Und diese Sphäre wird nun natürlich dargestellt durch das internationale Welt- und Finanzjudentum. Ford ist also sozusagen aus Gründen seines Produktivismus ein Antisemit. Er selber stellt sich in der Spaltung raffendes, also schaffendes Kapital auf die Seite des schaffenden Kapitals. Und nun nimmt es eben Wunder, dass in den gesamten modernen Bezugnahmen auf den Fordismus kein einziger Autor, auch nicht der im letzten Jahr so beliebt gewordene, in der Jungle World sehr beliebt gewordene Enzo Traverso in seinem dickleibigen Buch Marxisten und die jüdische Frage, auch nur festgestellt hat, dass Antonio Gramsci in dieser Schrift den Antisemitismus von Ford überhaupt nicht erwähnt. Die Linke kreiert die Theorie einer ganzen ökonomischen Epoche, Taylorismus, Fordismus, und das, was hier überhaupt Kapital und Arbeit klassenübergreifend zusammenschmelzen soll, nämlich der Produktivismus einerseits und der Antisemitismus andererseits, das kommt in all diesen Studien überhaupt nicht vor. Also man sieht, dass selbst solche scheinbar harmlosen linken sozialwissenschaftlichen Theoreme, vorgetragen von freundlichen Professoren wie Hirsch und Elmar Altvater, dass die an ihrem Fundament schon eine Ausblendung haben, dass etwas nicht wahrgenommen wird, was jeder wahrnehmen kann, der einmal einen Katalog konsultiert. Henry Ford war ein sehr produktiver Schriftsteller. Es gibt auf Deutsch von ihm 6, 7, 8, 9 Bücher mit Titeln wie Philosophie der Arbeit, Das große Heute, das größere Morgen und ähnliches. Und die sind auch massenhaft in jedem Bibliotheken vorhanden. Und man kommt auch sofort auf diese ganze antisemitische Literatur, während Autoren wie Joachim Hirsch und andere, die ansonsten immer alles aufführen, wo nichts fehlt, eben das offenkundig übersehen, ausblenden. Da sieht man also, wie die Linken eigentlich schon auf eine sehr indirekte, sozialwissenschaftlich gehobene, akademische Art und Weise dem ganzen Phänomen, was hier in Frage steht, eben zuarbeiten und den Ausblendungsmechanismus befürworten. Denn es ist ja klar, dass wenn der Henry Ford in seiner Schrift über die internationalen Juden etwa die folgende Äußerung macht,
Die jüdische Wertphilosophie ist es nicht, Werte zu schaffen, sondern Geld zu erraffen. Die jüdische Wertphilosophie ist es nicht, Werte zu schaffen, sondern Geld zu erraffen, dass da das gesamte Thema, dass da wie zusammen, wie Stenogramm setzt, ne? Und weiter, die Idee des Raffens, des rücksichtslosen Gewinnens, der in Deutschland eben rücksichtsvoll gewonnen wird, ist für sich genommen gesellschaftsfeindlich und zerstörerisch. Das alles steht da drin und damit hat man eben einen Aufschluss. Und wenn man nun dieses ökonomische Thema quasi auf das politische Thema nochmal bezieht, dann, denke ich, wird man langsam fündig und kann demonstrieren, wie eng dieses ökonomische mit dem politischen zusammenhängt. Deswegen nochmal kurz zurück auf diese Figuren, die in der von den Antisemiten bestohlenen Schrift von Maurice Joly über die Gespräche in der Unterwelt, als die Gespräche zwischen Montesquieu und Machiavelli aufgeführt werden. Ihr wisst ja alle, dass es in der marxischen Kritik der politischen Ökonomie eine fundamentale Antinomie gibt der Erkenntnis in der Werttheorie. Einerseits wird gesagt von den bürgerlichen Ökonomen, der Wert sei im Wesentlichen ein subjektives Phänomen. Etwas ist so viel wert, wie ich es wert schätze, also was ich bereit bin, dafür in barer Münze auszugeben. Und die anderen sagen, nein, das ist ganz falsch. Wir haben eine objektive Wertlehre. In der objektiven Wertlehre ist so, etwas ist so viel wert, wie objektiv Arbeitszeit in Form von Stunden auf ein Produkt ausgegeben wird. Das sind die zwei historisch sich gegenüberstehenden Formen des Problems Wertes zu denken, subjektive Wertlehre, objektive Wertlehre. Bei Marx ist es natürlich so, dass Marx natürlich klug genug ist, sich auf keine von beiden Seiten zu schlagen, schon gar nicht auf die Seite der objektiven Wertlehre, sondern vielmehr zeigt, dass Wert ein Ding ist, das sich in der Antinomie von subjektiver und objektiver Wertlehre darzustellen gezwungen ist. Jetzt hat der Backhaus, auch ein Autor unseres Verlages, die These geäußert, dass ja offenkundig alle Autoren, die in der Ökonomie die subjektive Wertlehre vertreten, in der Politik Anhänger sind des Pluralismus und der Demokratie, als der subjektiven Wertlehre des Staates. Demokratie ist das, als der addierte Wille aller Einzelnen, was angeblich den Demokratielehren zufolge dem Souverän den Inhalt seines Willens verleiht. Subjektive Wertlehre in der Politik. Und aber auch die objektive Wertlehre in der Politik, dass gesagt wird, der Staat hat ja eine Aufgabe, die all das überschreitet, was die jeweilige Generation, die das aktuelle Wahlvolk ausmacht, überhaupt einsehen kann. Sondern der Staat ist, sagen ja auch die Ökologen, der Staat ist Agent des Bündnisses zwischen den Generationen. Wir haben die Erde von unseren Kindern geerbt. Das heißt natürlich, wenn wir die Erde noch unseren Kindern geerbt haben, dass die lebende Generation vom Staat auf Rechnung der kommenden Generation entmündigt werden wird. Dass also die Demokratie eingeschränkt gehört, weil Demokratie kann nur Demokratie sein, derjenigen, die aktuell auf einem Staatsterritorium präsent sind und ihren Willen ausüben. Das sind jetzt ganz schematisch und ganz grob die beiden Lehren. Und man kann nun sagen, dass der Gegensatz von Montesquieu und Machiavelli sich auf eben diesen Gegensatz in einem ersten Zugang abbilden lässt. Wonach eben Montesquieu als Vertreter der Herrschaft der Gesetze einen subjektiven Begriff vom Staat hat, während Machiavelli als ein Anhänger der Souveränitäten, der Verfügung über das Gewaltmonopol, einen objektiven Zugang zum Staat hat. Das heißt aber auch, dass, wenn man einseitig den Machiavellismus aus dem Begriff des bürgerlichen Staates herausnimmt, man eine Abspaltung macht, die nicht im Wesen der Sache selber liegt, sondern in dem Wesen dessen, wie sich diese Sache objektiv ideologisch dem Betrachter repräsentiert. Ich habe jetzt vielleicht einen kleinen Fehler gemacht, dass ich nämlich das versprochene Material, das kurze Zitat aus diesem Protokoll der Weisen von Zion doch nicht gebracht habe. Aber ich will doch mal zeigen, wie diese Polemik gegen den subjektiven Staatsbegriff in der Politik
in diesen Protokollen der Weisen von Zion funktioniert, um dann im nächsten Satz zu erklären, was der Machiavelli eigentlich wirklich historisch gemacht hat und ob er in diesen ganzen Deutungen, die ihm da projiziert werden, ob er da drauf geht. Ne? Ich lese mal eine Stelle vor, also ich jetzt aus dem Protokoll der Weisen von Zion, Originalzitat, unter der Überschrift Staatskunst und Sittengesetz. Die Staatskunst hat mit dem Sittengesetz auch nicht das Geringste zu tun. Ein Herrscher, der an der Hand des Sittengesetzes regieren will, versteht überhaupt nichts von der Staatskunst und ist daher keinen Augenblick sicher auf seinem Throne. Wer regieren will, der muss mit Verschlagenheit, List, Bosheit, Verstellung arbeiten. Hohe sittliche Eigenschaften, Offenheit, Ehrbarkeit, Ehrlichkeit sind Klippen für die Staatskunst, denn sie stürzen die Besten vom Throne, wenn sich der Feind anderer und wahrhaft wirksamer Mittel bedient. Diese Eigenschaften mögen die Kennzeichen und Grundsätze der nicht-jüdischen Reiche sein. Wir dürfen niemals und in keiner Weise mit solchen verkehrten Mitteln arbeiten. Folgen nachher unendliche Polemiken gegen Freiheit und Gleichheit als Erfindungen der Französischen Revolution, mit der die jüdische Weltverschwörung das alte Europa unterminiert hat. Wenn man nun jetzt genau vergleicht, aus welchen Passagen dieser Schrift von Maurice Joly, Gespräche in der Hölle, diese Sachen abgeschrieben sind, dann kann man erstens zeigen, dass hier das jüdische Motiv draufgesetzt ist und dass zweitens Maurice Joly selber sich schon in den Schriften von Machiavelli relativ großzügig bedient hat. Dass Maurice Joly aus Machiavellis Buch Der Fürst von 1515 oder 20 sich die Passagen rausgesucht hat, an denen das Substantielle der machiavellistischen Auffassung verloren geht, die ich jetzt mal kurz kennzeichnen möchte, um auch im nächsten Schritt zu rechtfertigen, warum der Vortrag überhaupt die Einsamkeit Tier des Herzens heißt. Machiavelli stellt sich das Problem, wie soll er in einer feudalen, vorbürgerlichen Gesellschaft überhaupt eine einheitliche Souveränität, einen bürgerlichen Staat, eine Zentralität der Entscheidung installieren in Bezug auf Italien als eine werdende Nation. Bezogen darauf ist Machiavelli, was die endgültige Herrschaftsform betrifft, absolut Republikaner. Er war unter anderem auch Delegierter des Hofes von der Florentinischen Republik in Frankfurt und hat sich dort damals in Frankfurt so Vorformen von Ständedemokratie angeguckt und schreibt in seinen Schriften begeistert darüber, über dieses Mitspracherecht, das viele, wenn auch nicht alle, in Florenz haben. Aber das Problem ist ja genau, wie kommt man dazu, etwas zu konstituieren? Beim Konstituieren muss man etwas voraussetzen, was noch gar nicht da ist. Man muss einen Vorgriff in die Zukunft tun und diesen Vorgriff als gegebene aktuelle Wirklichkeit behaupten. Man muss sich also, wie Münchhausen, am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Das ist der Inbegriff von Souveränität, so wie er schon vor Machiavelli in Europa gängig war. Etwa bei Baudin, der sagte, der Souverän ist derjenige, der sich unmöglich selbst widersprechen kann. Der Souverän ist also derjenige, der über den schon beschriebenen Antinomien von subjektiv und objektiv, von Demokratie und Diktatur drüber steht, für den das einfach nur gleichberechtigte Wesensäußerungen sind, die vielleicht dann dem ideologischen Bewusstsein als antinomischer, als logischer Widerspruch erscheinen mögen. Was ist also zu tun, um diese Bewegung einzuleiten, diesen Münchhausen-Effekt einzuleiten, aus dem Nichts einen Staat zu machen? Und einen Staat zu machen, der eigentlich auch aus nichts mehr besteht, aus nichts, diesen aber zentralisiert, zusammenfasst, ein Gewaltmonopol, eine nationale Willensbildung stiftet. Und da ist nun eben Machiavellis Antwort, man muss als politischer Berater ansetzen bei einem vorhandenen Fürsten und diesem Fürsten erklären, dass die Bedingung seiner eigenen Machtentfaltung ist, dass er seine Macht als eine fürstliche überschreitet und eine republikanisch-nationale schafft. Das ist der Inhalt des Buches
der Fürst von Machiavelli. Das ist also nichts anderes als der Versuch einer Theorie republikanischer Konstitutionsgewalt. Der Staat ist ja nicht von ewig her. Der Staat muss geschaffen werden, muss gestiftet werden, er muss konstituiert werden. Und dieser Prozess ist der Prozess einer republikanischen Konstitutionsgewalt. Und die Einsamkeit Theodor Herzls ist nun keine andere Einsamkeit als jene vom Schlage der Einsamkeit Machiavellis, der allein auf sich gestellt eine komplette Staatlichkeit inszenieren möchte und dazu nichts hat, außer den entschiedenen Willen, alle Bedingungen des Handelns als Gelegenheiten zum Handeln zu begreifen. Also eine einfache, geniale Uminterpretation vorzunehmen. Eine Uminterpretation, die mindestens genauso genial ist wie jene, die Robespierre unternommen hat im revolutionären Frankreich oder auf seine Art Lenin im revolutionären Russland. Also als nächste These, die Abspaltung des Gewaltmoments, die Verteufelung Machiavellis, das Überschreiben der machiavellischen Theorie als semitische Weltverschwörung dient nur dazu, das Gewalttätige, das Gewalthafte an der Konstitution des Staates abzuspalten und gerade den Deutschen eingängig zu machen, dass ihr Staat auf Konsens, auf Recht, auf Einverständnis basiert und dass die ganzen blutigen Gräuel seiner Gründung eigentlich überhaupt nicht gewesen sind und da, wo sie gewesen sind, als Werk dieser Antivernunft und dieser Gegenrasse zu begreifen sind. Ich beziehe mich in dem Titel Die Einsamkeit Machiavellis auf einen der wenigen lesenswerten Aufsätze von Louis Althusser. Louis Althusser, dieser französische Strukturalist, der sich vor einigen Jahren umgebracht hat. Und ich meine, wenn man Strukturalist ist, sollte man sich auch umbringen, das ist schon in Ordnung so. Das gehört sich. Der hat ein einziges gutes Buch geschrieben. Das ist die Biografie dessen, wie er verrückt geworden ist. Das kann man also sehr lesen. Aber dieser andere Aufsatz ist der über die Einsamkeit Machiavellis, wo er die Schrift von Machiavelli in dem Sinn interpretiert, wie ich es gerade versucht habe, im Ansatz deutlich zu machen, wo eben auch solche Sätze wie der Fürst muss ein Löwe sein, aber er muss zugleich von den Menschen als ein Schaf wahrgenommen werden. Also diese ganzen Tricks und Schlichen, die gemeinhin als Ausdruck einer schlechten Moral gelten, das sind überhaupt erst politische Praktiken, die dazu führen, dass ein Staat installiert werden kann, in dem zwischen Recht und Unrecht entschieden werden kann. Genauso wie ja auch erst ein Kapitalverhältnis da sein muss, um zwischen der subjektiven und objektiven Wertlehre unterscheiden zu können. Der Prozess allerdings der Installation des Kapitalverhältnisses, der heißt bei Marx ursprüngliche Akkumulation, und der Prozess der Herausstellung eines Souveräns, der heißt ursprüngliche politische Zentralisation. Von der ist oft nicht so sehr die Rede, weil sie auch Marx nur am Rande erwähnt hat, aber das ist ein Punkt, der für die Gleichzeitigkeit des politischen und des ökonomischen Gewalt- und Ausbeutungszusammenhangs eben spricht. Nun, jetzt könnte ich, habe ich vielleicht auch eher schon Viertel nach neun auf die Diskussion verschieben, jetzt müsste man im nächsten Schritt zeigen, dass dieser Titel, die Einsamkeit Theodor Herzls, auch voll und ganz berechtigt ist, Bezug auf sein Hauptwerk, der Judenstaat von 1896. Das Buch wird ja meistens, auch gerade von den Antizionisten, immer nur, wenn man dieses Buch erwähnt findet, in Flugblättern, Schriften, kleinen Aufsätzen, wird immer zitiert, wir wollen ein Bollwerk sein des Westens gegen das barbarische Asien. Und dann heißt es wieder, seht ihr klar, ihr bündet es mit den Imperialisten. Aber das ist in der Schrift von Herzl selber eigentlich nur randständiges Beiwerk. In Wirklichkeit handelt es sich nicht um ein Buch über den Judenstaat, sondern ein Buch über den Judenstaat. Wie kommen die Juden zu einem Staat? Und was heißt es jetzt für ihn, auch für die Juden, einen Staat aus dem Nichts zu gründen? Und das ist allererst ein staatsphilosophisches Problem. Wie kann man sagen, hier ermächtigen sich Leute, die Jewish Agency,
Wie ermächtigen Sie Leute dazu, den Willen der gesamten jüdischen Gesellschaft zu vertreten, obwohl diese jüdische Gesellschaft keinerlei Mittel hat, ihren Willen, meinetwegen in Form von Wahlen, bei dieser Jewish Agency auch wirklich praktisch geltend zu machen? Schon aus rein praktischen Gründen, nicht weil die Juden Polens, die Juden Galiziens, die Juden Russlands natürlich weit entfernt von jedem Wahlrecht sind oder von jeder Reisefreiheit sind. Ganz im Gegenteil. Wie kann man also einen Staat gründen, sagt Herzl, der einerseits sich aufschwingt, die Interessen von Leuten wahrzunehmen, die gar nicht sagen können, ob sie die von ihnen wahrgenommen haben wollen, und es gleichzeitig auf eine Art und Weise tun, die wesentlich nicht autoritär, nicht diktatorisch, nicht an den objektiven Interessen der Leute vorbei agiert. Das ist das Problem, das sich Herzl in seinem Buch Der Judenstaat stellt. Und da diskutiert er durchaus auf der Höhe der Staatsphilosophie um 1900 die verschiedenen Möglichkeiten, die es geben könnte. Er sagt, einerseits haben wir als Demokraten die Theorie des Vertrags. Staaten werden durch Verträge gestiftet, indem die Individuen in einem Vertrag beschließen, dass es besser ist, einen Staat zu haben, als keinen Staat zu haben. Das sei die eine Theorie. Die andere Theorie sei, dass Staaten eben autoritär gestiftet werden, objektive Wertlehre, gestiftet werden von großen Männern, von Diktatoren, Monarchen, Cäsaren, Napoleons Gestalten und Ähnlichem. Das kann es ja auch nicht sein. Also sagt er, nehmen wir doch mal die wunderbare Rechtsfigur des Gestors, die alten Römer geschaffen haben, wonach der Gestor jemand ist, der die Geschäfte für jemanden wahrnimmt, der im Augenblick daran verhindert ist, sich aber dann, wenn er nicht mehr verhindert ist, vor diesem dafür rechtfertigen muss. Und das, sagt er, ist die Jewish Agency. Die Jewish Agency verkörpert in sich als eine Art Souverän diese beiden einander ausschließenden Bestimmungen von demokratischer Ermittlung des Staatswillens und autoritärer Setzung des Staatsaktes. Und das ist nun meines Erachtens das, was uns einen Begriff der Staatlichkeit Israels schon einen Schritt näher bringt. Das ist natürlich die Künstlichkeit dieses Versuches, einen Staat aus dem Nichts zu gründen, in dem alle Bedingungen, die es verhindern, betrachtet werden als Gelegenheit dazu. Nirgendwo sonst, denn im Falle Israels, diese vollendete Künstlichkeit haben. Und damit auch das, was kapitalistische Souveränität überhaupt nur hat, nämlich eine reine Gesellschaftlichkeit, die sich verdinglicht und praktisch darstellt. Alle anderen Staaten Europas, alle anderen Demokratien, Republiken Europas konnten auf der durch den Absolutismus längst verzogenen Zentralisation der politischen Gewalt aufbauen. Da war es so, dass die absoluten Monarchen in einem historischen Prozess der Zentralisation der Macht die ganzen kleinen Potentaten ihrer Gewalt enteignet hatten, ihre Raubritterburgen hatten schleifen lassen und sie gezwungen hatten, sich in Versailles zu vergnügen. Und ähnlich eben auch mit der ursprünglichen Akkumulation. Das war ein Prozess, der über hunderte von Jahren gelaufen ist und der mittlerweile zur quasi natürlichen Vorgeschichte gehört einer jeden kapitalistischen Wirtschaft, über die sich kein Schwein mehr groß echauffieren kann. Wenn man aber jetzt vergleicht, und das ist eine These, die wir in diesem roten Buch näher ausgeführt haben, die ich nur andeuten möchte, das, was in Palästina geschieht in den 20er Jahren, ist ja auch nur ein Konflikt zweier Produktionsweisen wie in England des 16. 17. Jahrhunderts. Im England des 17. 16. Jahrhunderts wurden eben massenhaft Bauern von ihrem Land vertrieben, die Häuser wurden abgerissen, die Olivenbäume, hätte ich fast gesagt, Gärten wurden platt gemacht, ne, damit die Kapitalisten dort ihre Schafe züchten konnten. Konflikt zweier Produktionsweisen. Und niemand, und schon gar nicht Marx, wäre auf die Idee gekommen, zu sagen, ne, das ist ein besonderer und schon quasi zionistischer Gewaltakt, den das englische Kapital an den englischen Landarbeitern vollzogen hat. Wenn aber ein jüdisches Kapital an palästinensischen Landarbeitern einen solchen objektiven sozialökonomischen Prozess vollzieht, dann ist es eben nichts anderes als böser Wille und Ausdruck der wirklichen Absichten des Zionismus. Das will ich auch mal kurz beiseite setzen, um langsam zum Ende zu kommen. Ich weiß nicht, ob es noch einen wichtigen Punkt gibt, den ich ansprechen möchte. Also wenn man, für mich ergibt sich eine Linie
bei dem Versuch, aus dem Nichts einen Staat zu gründen und einen Staat zu gründen, der zu einem Kapital gehört, gibt es immer dieses Versuch der Selbstbegründung. Es gibt bei Marx das Problem der Selbstverwertung des Werts, was ja auch eine Selbstbegründungsstruktur ist. Man weiß zwar, man kann zwar den Prozess erzählen, der dazu führte, aber man kann nicht sagen und genau den Punkt angeben, wo mit Notwendigkeit diese Linearität umschlägt in eine Selbstbegründung. Und genauso ist es im politischen Verhältnis auch. Man kann nicht genau sagen, wo das Selbstreproduktive der Souveränität anfängt. Aber man kann zeigen, mit welchen Dingen es auf jeden Fall verbunden sein muss. Ich hatte diese Figur des Gestors erwähnt, als die Wahrnehmung des Rechtes der Abwesenden oder derjenigen, die sich nicht äußern können. Der Gestor, der sich aber später rechtfertigen muss vor denjenigen, wenn sie sich äußern können. Das ist eine Struktur, die wir überall da treffen, wo in Europa bürgerliche Revolution gemacht worden ist. Also überall, nur nicht in Deutschland. Die wir überall da treffen, wo zum Beispiel wie in Frankreich Robespierre einen Wohlfahrtsausschuss schafft. Herzl ist eigentlich ein Mensch von der Gestalt Montesquieu, Robespierre, Lenin. Ne? Das geht alles in die gleiche Richtung. Das sind alles Denker des sich selber aus dem Sumpfziehens. Und wenn Rousseau etwa von dem Zwang spricht, frei zu sein, der auszuüben ist, weil kein Mensch wirklich und ernsthaft es wollen können darf, Sklave zu sein. Er mag noch so oft sagen, ich will gerne Sklave sein. Das ist ein Satz eines Individuums, der dem Begriffe des Menschen widerspricht. Und darum wird eine Emanzipationsgewalt ausgeübt, um diese Sklaverei abzuschaffen. Die Ausübung dieser Emanzipationsgewalt ist es auch, der in der Marxischen und Leninschen Auffassung von der Diktatur des Proletariats anzutreffen ist. Wenn etwa Marx sagt, es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener Arbeiter im Einzelnen denkt, sondern es handelt sich darum, was die gesamte Klasse zu tun gezwungen ist. Da wird also immer eine Spaltung aufgemacht von einem an sich und einem für sich, einem subjektiven, einem objektiven. Das ist bestimmt kein Kommunismus, der hier installiert wird. Es ist bürgerlich-demokratische, jakobinische, bolschewistische Revolutionsbewegung. Und als solche wundert es umso mehr, dass der Zionismus so haltlos abgespalten wird. Und zwar, wie noch am Schluss zu zeigen wird, von diesen Postzionisten abgespalten wird von Leuten, die nichts anderes sind als Vertreter einer subjektiven Wertlehre am Staat, einer Demokratietheorie am Staat und die vom anderen offenkundig keinen Begriff haben. Es haben sich Leute beklagt, wie etwa Hanno Löwy, der immerhin Leiter ist des sehr verdienstvollen Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt. Er hat sich beklagt, dass er gerne seine Staatsbürgerschaft, sein Recht auf Staatsbürgerschaft Israels zurückgeben möchte, aber man lässt ihm das nicht zurückgeben. Das Recht, israelischer Staatsbürger zu werden, ist für jeden Juden genauso in Augen Israels ein angeborenes Recht, wie die Menschenrechte in Augen der bürgerlichen Revolutionäre angeborene Rechte sind. Es sind Rechte, die so wenig als ein separater Rechtstitel verbrieft sind, dass sie vielmehr angeboren sind. Und das ist die Weise, wie sich der Staat Israel zu der Diaspora und zu den potenziell Bedrohten verhält, indem er sie alle als virtuelle Staatsbürger Israels setzt. Das Ganze hat in der israelischen Staatlichkeit auch einen direkten, formellen und juristischen Ausdruck. Das ist das Recht auf Rückkehr, das die Knesset 1950 oder 1952 beschlossen hat und das eben festlegt, dass jeder, der den Staatsboden Israels betritt, allein dadurch schon ohne weiteres bürokratisches Prozedere, ohne Antrag und jede Genehmigung, allein dadurch schon das Staatsbürgerrecht hat. Und es nimmt nun nicht Wunder, dass gerade dieses Recht auf Rückkehr, das auch immer gerne als rassistisch denunziert wird, dass dieses Recht auf Rückkehr der Dorn im Auge ist, nicht nur der arabischen Antisemiten, sondern auch dieser israelischen Postmodernen oder Postzionisten. Denn was wollen die? Die sagen, wir müssen Israel demokratisieren, wir müssen eine radikale Entzionisierung
wie Uri Avneri gerne sagt, einleiten und damit Israel endlich der Staat aller seiner Bürger wird. Also Staat aller seiner Bürger klingt doch verdächtig nach Gemeinschaftskundebuch. Staat aller seiner Bürger, Volksstaat, wir alle. Und daran geht eben unter, dass der Staat Israel seine Staatsraison niemals allein nur daraus beziehen kann, dass er Staat aller seiner Bürger ist, sondern in seiner fortwährenden Eigenschaft als Gestor im Sinne Herzens auch Repräsentant, Organ und Agent ist aller Abwesenden. Und dass das in seinem Staatscharakter ein Doppeltes hineinbringt. Er ist demokratisch, aber er ist nicht so demokratisch, dass er nicht zu unterscheiden wüsste zwischen der Titularnation des Staates und denjenigen, die auch noch da wohnen. Und er ist eben universal gerichtet, indem er in seiner Staatlichkeit in Form dieses Gesetzes das Recht aller anderen auf Staatsbürgerschaft inkorporiert. Und das, finde ich, ist, zum Ende zu kommen, das finde ich eben, ist der Ausdruck dessen, dass diese Gestor-Funktion, von der Herzl sprach, noch nicht erloschen ist. Sie kann auch gar nicht erloschen sein, weil ja die Bedrohungssituation keineswegs aufgehört hat. Und dass darum der israelische Staat nicht nur einfach so ein ganz normaler bürgerlich-kapitalistischer Staat ist, sondern dass er sozusagen revolutionäre Emanzipationsdiktatur in Permanenz ist. Der Staat Israel als die organisierte Emanzipationsgewalt der Juden ist eine Art Robespierre'scher Wohlfahrtsausschuss, ist eine Art leninscher Sowjet, ist eine Art machiavellisches Ständekomitee in tagend in Permanenz und kann diesen Charakter auch nicht loswerden, wie gesagt, solange die Bedrohung fortdauert. Als Conclusio, wer nicht einsehen mag, dass der Antisemitismus immer Hand in Hand und organisch parallel geht mit dem Antizionismus, wer also den Staatsaspekt des Judenhasses, die politische Seite systematisch verkennt, wer am Staat, organischen Volksstaat, wer also Demokratie trennt und aufspaltet, der wird und der muss auch dann, wenn er so gutwillig ist wie diese Postzionisten, doch den Charakter Israels gewissermaßen depotenzieren und muss dadurch, und ist dadurch gezwungen, einer deutschen Öffentlichkeit, die auf nichts sehnlich erwartet, als von Uri Avneri Sachen zu hören, wie die Sätze zu hören, wie denjenigen, den er vor kurzem der jungen Freiheit zu Protokoll gab. Israel ist doch ein Staat so normal wie alle anderen auch und deswegen haben alle, auch die Deutschen, ein Recht zu kritisieren. Nein, überhaupt nicht. Israel ist kein normaler Staat. Israel ist eine revolutionäre, organisierte Emanzipationsgewalt der Juden in Israel und in der Diaspora und als solcher liegt natürlich himmelweit als bürgerlich-revolutionärer Staat über dem Niveau von solchen äußerlich zwangsparlamentarisierten Volksgemeinschaftsstaaten, wie der Deutsche insbesondere einer ist.